Willkommen zu einer neuen Folge Fallout Shelter. Wir haben hier gerade ein mächtig Problem, wie ihr seht. Das können wir, glaube ich, gleich überheben. Ja, wenig Energie kriegen wir schon dahin, Leute. So, wir haben einen neuen Mitbewohner. Den Willy Campbell. Und Preston scheint auch schon wieder zurück zu sein. Hol dich mal wieder rein, Preston. Nicht genug Lagerräume. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Wir können uns auch keine neuen Lagerräume... Okay, da müssen wir halt was verkaufen. Holen wir dich erstmal rein. Welchen Raum haben wir denn jetzt freigeschaltet? Die Waffenwerkstatt. Okay, gehen wir mal in unserem Lagerraum. Was ist denn da los? Das Luftgewehr, das könnten wir doch irgendjemandem geben. Hier hast du ein Luftgewehr. Haben wir jetzt genug Platz, um unseren Preston zu erleichtern? Tatsache. Ein Bewohner hat ein Rezeptfragment gefunden. Stehle eine Bruderschaft deiner. Zwei sogar davon. Institutsbaracke. Designs, jetzt neu. Designs. Finde Design-Rezeptfragmente auf Quests. Baue die neue Designwerkstatt und stelle dort Designs her. Verwende Designs auf völlig... auf vollständig verbundene und verbesserte Deine oder Baracken an. Mhm. So, Preston, ich glaube, die brauchen da unten mal ein bisschen deine Hilfe. Und der hat ein bisschen einen höheren P-Wert. Das würde ja reichen, den dorthin zu setzen. So, wir haben dort was Neues. Ich habe mich verdrückt. Schließe 40 Quests, 4 Quests aus dem Aufseherbüro ab. Das kriegen wir locker auch hin. Ja, Feuer ist gebrochen. Ist natürlich nicht so toll. Können jetzt nichts machen in der Zeit, ne? Wir können ja mal gucken, was so Preston alles so organisiert hat. Wir können ja mal ein paar Waffen lösen. Hier, du kriegst eine Waffe. Du hast eine Waffe. Die haben alle schon Waffen, das ist richtig gut. Zack, Offizier. Dadurch kriegen wir unser Lager auch kleiner, indem wir den Leuten Waffen geben. Will mich jetzt darüber nicht drauf festlegen. Ach Gott, kriegst du diese Pistole. Die haben ja schon zum Teil alle Waffen. Jetzt sind wir erstmal alles los. Das ist doch schon mal etwas. Ein Tempelmodus. Wir brauchen jetzt mehr Strom. Da habe ich es noch gesagt, von wegen Strom. Und dann kommt genau das. Komm, wie viel... meine andere. Sammle 200 Kronkorken im Vault und dafür gleich Dings zu kriegen. Hm, nicht schlecht.
Wir haben ja noch eine Questreihe, die wir eigentlich weitermachen wollen. Stufe 14 und plus 5 an Waffe brauchen wir dafür. Wie hoch ist denn jetzt sind wir eigentlich? Stufe 4. Ja, nicht so optimal. Okay, also, wo haben wir denn? Da. Wir sollten mal ins Lager gucken. Wir haben 16 Stimpacks. Oh, 4 Kronkorken. Ich würde erstmal sagen, wir bauen jetzt erstmal einen Fahrstuhl. Weiter runter in den Vault. Oder in die Erde. Dann brauchen wir definitiv einen Lagerraum. Was war das? Seltsam. Lager und einen Generator können wir auch noch bauen. Dann ist nämlich der da oben auch auf 3 Stufen. Und hier können wir mal gucken. Ja, Baracken könnten wir langsam auch mal bauen. Aber wir haben hier noch eine Krankenstation. Die müssen wir auch nochmal erweitern. Um 1. Dann haben wir da nämlich auch 3. Bauen wir die Baracken dahinter. Jetzt können wir bestimmt wieder ein paar mehr aufnehmen. Ja, 46 jetzt sind es genau. Und wir haben noch ein paar Kronkorken haben wir noch, Gott sei Dank, über. Was sagt jetzt eigentlich unser Lagerraum? 40 ist auch nicht so viel. Das ist das letzte wieder 600 kostet. So, Quests. Dort können wir ja nur Preston draufschicken, ne? Und er ist noch verletzt. Warte mal, das können wir ihn dann noch ein bisschen heilen. Sicherheitshalber. So. Dann. Schicken wir den guten Preston jetzt eigentlich mal los. Wir müssen ja schließlich Flushy und Corky irgendwie retten. Los geht's. Bin gespannt, ob wir Flushy und Corky in dieser Mission finden. Aber das ist ja erst Quest 3 von 6. Also, ich denke mal... Vielleicht werden wir einen Hinweis finden, jetzt wo die sind. So, komm, geh da rein, Preston. Okay. Oh, das ist riesig. Schieben wir auch was ran. Aber noch macht er echt gut Schaden, Preston, das ist... Gott sei Dank nicht so, dass wir jetzt irgendwie keine Chance hätten. Obwohl das vielleicht wieder mit dem Raketenwerfer, glaube ich, doch irgendwie idealer gewesen wäre, wenn wir die Waffen hätten. Wir sollten das beim nächsten Mal umtauschen.
Gut, wir gehen einfach nach oben, würde ich sagen. Ja, der halt noch. Ja. Oh, er kriegt Strahlenschaden. Sehe ich ja jetzt erst. Hoffentlich schaffen wir das. Hoffentlich kommen nicht so viele von diesen wilden Ghoulen. Die irgendwie sehr seltsam aussehen, finde ich. Also da fände ich die in Fallout 4 viel besser dargestellt. Komm, das nutzt man nicht. Jede Chance nutzen. Na toll, nur so ein Red Away. Komm, wir gehen da jetzt rein. Sehen nicht aus wie Mausratten, sondern eher mehr so wie Armadillos. Na toll, da haben wir nur einen. Was hat unser Press eigentlich? Ja, okay, das ist machbar. Mit 10 Stimpacks könnten wir es vielleicht noch schaffen, wenn jetzt nicht irgendwie sowas Großes, Fetziges kommt. Ich hab's auch eben noch gesagt, ne? Nichts Großes, Fetziges bitte. Geben wir dir jetzt nochmal. Ach, da ist ein Kopf verloren. Hoffentlich komme ich jetzt wirklich. Ah, okay, jetzt haben wir wieder Red Away, das ist schon mal gut. So. Mal gucken, was genau suchen wir? Wir suchen nach irgendwelchen Spuren, okay. Die Kakerlake da weg. Das heißt, wir müssen nach unten. Geht erstmal. Nein, dahin. Ich habe so das Gefühl, wir müssen eigentlich irgendwie ganz nach unten und ganz links hin. Warum sind immer irgendwelche Ghoule da? Wir haben nicht so viel Stimpacks, wir haben auch nicht so viel Red Away. Um das einfach entgegenzuwirken.
diese ein paar Stimpacks gefunden, zum Glück. Bis jetzt schlägt sich unser Gabi ganz gut. Kann ja wirklich nur da sein, wo ich jetzt eben erwähnt habe. Na, guck mal. Mal einen cool getroffen mit Gehirn. Das soll ja auch selten sein. Gehen wir jetzt nochmal in diese letzten beiden Räume rein. Und da sind wieder coole. Warum? Ausgerechnet coole. Und ich glaube, wir müssen mal Gabi helfen. Raum. Und damit haben wir diese Quest jetzt auch abgeschlossen. Alles abgesucht. Nochmal so für groß, für euch alle. Schnieke. Gut. Dann zurück zum Vault. Die Mission war bis jetzt nicht schlecht, aber es war irgendwie doch dasselbe wie die Quest davor. Leider. Mal sehen, vielleicht ist die nächste ja ein bisschen besser. Spannender. Vielleicht kriegen wir das auch endlich mal hin, dass wir einen von unseren anderen Vault-Bewohnern da mit hinnehmen können. So, das kann Preston von alleine aus laufen. Wir brauchen hier wieder ein bisschen Strom. Und dann machen wir hier auch einen kleinen Cut, wenn es euch bisher gefallen hat. Lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Ich werde noch ein bisschen den Vault weiter bearbeiten, dass wir nicht mehr dieses große Stromproblem haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!